So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade Probleme mit meiner Aufnahmesoftware. Ihr habt nicht viel verpasst, nur dass hier in der Truhe, die ich ausgegraben habe, also ich habe eine Truhe gefunden und ausgegraben. Ihr werdet wahrscheinlich hoffentlich noch den Henkel gesehen haben. Ich habe gerade mal danach geguckt. Ja, war eine Perle drin. Und es wird Nacht. Gut, mehr habt ihr nicht verpasst. Das war jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber sollte hoffentlich nicht wieder so oft passieren. So. Ich wollte jetzt als nächstes dann hier in die Bude rein, als mir aufgefallen ist, dass die Aufnahmesoftware abgestürzt ist. Und hier drin ist jemand. Ah, es geht doch nicht so bei gutes Feuer. Wally, oh, was habe ich getan? Wenn das so weitergeht, dann ist Kamui verloren. Ich muss etwas unternehmen, um sie zu stoppen. Aber ich habe keine Chance gegen die Mördermonster. Oh, was soll ich nur tun? Hallo, Wölfer, was machst du denn hier draußen im Schneesturm? Ich beneide dich, du hast so ein einfaches, sorgenfreies Leben. Was würde ich nur dafür geben, so wie du zu sein? Ich bin dazu verdammt, meine Tage hier zu verbringen. In ständiger Angst vor diesen Monstern. Was ist los mit dir, junger Mann? Du fühlst dich vielleicht besser, wenn du darüber redest. Oh, du hast ein Kuropukel bei dir. Ein weißer Wurf oder ein Kuropukel? Das ist ja wie in dieser alten Legende. Das muss das Werk der Götter sein. Sie müssen euch hierher geschickt haben, um mir zu helfen. Nee, das verstehst du. Ganz falsch, junger Mann. Ich bin nicht... Ich finde diese junge Mann-Anrede ein bisschen unangenehm. Ich habe einen richtigen Namen, weißt du? Man nennt mich Wally. Gestresster, halbstarker Wally. Hör dir meine Geschichte an, Bote der Götter. Es hat alles vor einem Jahr angefangen. Ich habe in Webkehr gelebt, im Dorf oben in den Bergen. Der Heimat von Kuton, dem göttlichen Schwert, das Kamui beschützt. Weil der Dorf ist es immer mit so viel Respekt behandelt hat, bin ich einfach neugierig geworden, also habe ich es eines Tages mal angefasst. Ich habe es nur ein klitzekleines bisschen angefasst, ehrlich. Aber seit dem Tag scheine ich vom Unglück verfolgt zu werden. Meine Schuhe sind kaputt gegangen, das Bichi, das ich mag, hat mir einen Korb gegeben, ich habe mir unzählige Mal den Zeh gestoßen und ein Eiszapfen ist mir auf den Kopf gefallen. Und um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, ist dann noch dieser schreckliche Schneesturm dazugekommen. Und jetzt versuchen auch noch diese Mördermonster, da wird es mich zu töten. Ich wollte nicht noch mehr Ärger verursachen, deshalb bin ich hierher gekommen, um hier zu leben. Wow, ich kann es kaum glauben, dass du so lange ganz allein hier draußen überlebt hast. Also, was wollen diese Mördermonster von dir? Oh, das ist ja seltsam. Weißt du, sie starren mich immer aus der Entfernung an. Ich weiß, was sie vorhaben. Sie wollen mich emotional fertig machen. Und dann werden sie kommen und mich töten. Du musst mir helfen, Wölflein. Du musst sie loswerden. Hier nimm eine Liste mit ihren Namen. Ja, Wallis Schrift der Buße. Unheimlicher Iglo, Schneeges Stigma, also wieder 5 Stück. Junge, du bist ein ganz schön geplagter junger Mann. Ich glaube, die Götter haben die Mördermonds mit so einer Art Zeichen markiert. Du wirst es sicher erkennen, wenn du eins siehst. Aber sie sind sehr vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht heraus. Bitte schaffe sie mir vorbei, damit ich wieder in Frieden schlafen kann. Ja, weil die Schrift der Buße. Jo, da gerade Nacht ist. Wir haben übrigens auch noch die andere Liste. Fischliste, Schatzliste? Nee, die ist. Logbuch hier, gesuchten Listen. Ja, Mikas Monsterliste, das war die Gegner am Anfang. Das waren die Fischköpfe. Das hier sind Ohren oder Nasen in. Ja, der Ryoshima-Küste. Und das hier sind jetzt Iglus. Und ja, die Ohren und Nasen haben wir auch noch nicht gemacht. Das sollten wir auch irgendwann mal nachholen. Ja. Schneeges Stigma erscheint. Hey. Auch in diesem Monster steht ein exorzierender Pfeil. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Lass es nicht entkommen. So.
Mist, das war zu langsam. So, jetzt brennt wieder schön. Ja, man merkt, es ist stärker als normale Iglus. Jetzt ist es tot. Schneeges Stigma besiegt. Ja, Zeit haben wir leider schlecht abgeschnitten, aber das ist egal. Das war jetzt der Mördermonster aus der Schrift der Buße und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt schon, diese Schrift der Buße, die du hast. Nur du kannst den Namen des Monsters, das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streich den Namen auf der Liste aus. Ja. Schneeges Stigma ist weg. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen. Wenn immer du Zeit hast, dann solltest du die Mörder-Monster ausschalten. Ich bin sicher, das wird diesen jungen Mann beruhigen. Ja, suchen wir uns gleich mal das nächste gegnerische Ziel hier aus. Ja, pirschender Blizzard. Kommt jetzt gleich wieder, ihr Sohn? Nein. So, fall hin. Hallo? Ich möchte das Feuer. So, das war der eine Kandidat. Ja, genau. Komm bitte da runter. Damit wir dich als nächstes anzünden können, wenn wir das Feuer... Oh, Eisfläche. In die Sichtweite kriegen. So. Pirschender Blizzard besiegt. Yay, wir machen Fortschritte. Okay. Da ist noch ein Gegner, aber da müssen wir auf dem Eis kämpfen. Das wird ungemütlich. Okay, da sind nur normale Gegner drin. Weg mit dir. Okay, die anpusten bringt nichts. Wahrscheinlich hätte ich den anderen anpusten müssen. Aber okay. So machen wir es sicherheitshalber weiter dunkel. Und ja, ich werde jetzt hier ein bisschen die Gegner bekriegen. Ja, gefrorene Buße erscheint.
jetzt sehe ich den Schwanz nicht. Ja, Kamera, danke. Jo, gefrorene Busse besiegt. Im Band stecken hilft auch nicht. Okay. Ja. Gefrorene Busse. Es fehlt nur noch das unheimliche Iglo und die kalte Reue. So, der da macht ein bisschen Stress. Was blöd ist. Ja, ich kann den zwei in Brand stecken, aber irgendwie bringt das nicht. Keine Zähne. Okay, da war also kein böser Gegner drin. Das heißt, ich versuche es als nächstes mit dir. Ja, zerschneiden kann ich sie, aber das hat nicht dieselbe Wirkung wie bei dem Dämonen. Aus dem ersten Gebiet. Nö. Aber da fällt mir gerade was auf. Da ist ein Weg hoch zum Wächtersprössling. Zusammen mit einem Kleeblatt und einer Bombenwand. Ja, supi, wenn ich das jetzt aufspringe und da reingucke. Dann resette ich wieder die Gegner da unten und das will ich nicht. Jedenfalls gerade nicht. Solange ich nicht hier fertig mit Clearen bin. Nur aus Toten kann ich leider nichts mehr rausgewinnen. Aber auch hier war nichts drin. Okay. Aber hier sind ja noch zwei.
Oh, das gibt gut Kohle. Achso, das ist der Durchgang, durch den wir gekommen sind. Ich habe gerade gedacht, das sieht so fancy aus. Gut, hier sind wir auch wieder los. Ah, ich hatte hier noch gerade einen rumfliegen sehen, oder nicht? Oder hatte ich mich verguckt? Ja, da drüben. So, die beiden auch weg. Gut, damit sollten wir hier alle weg haben. Ich dachte, hier wäre vielleicht was. Ach, das ist ein Baumstamm. Ich dachte, jetzt wäre da ein Klohäuschen eingefroren. So, noch einmal sicherheitshalber alles dunkel machen, weil hier sind wir noch nicht fertig. Gut. Den dann noch und dann werden wir speichern gehen müssen. Ansonsten sind ja hier keine mehr, gell? Nö. Also nur noch du da. Und auch hier nichts mehr drin. Okay. So, und weg mit dir noch. Wait. Wer es schafft. Gut, dann glaube ich, dass wir diesseits des Dämonentors alles haben. Also diesseits der Hütte. Das heißt, die anderen beiden werden sich weiter vorne verstecken. Gibt ja noch ein bisschen was zu erkunden. Aber jetzt will ich erstmal kurz, bevor wir Schluss machen, gucken, was in dem Tunnel ist, bevor wir speichern gehen. Oh. Ich brauche aber Terrasse mit dem Blick. So. Dann gucken wir doch mal, was ist hier? Ach, haben wir gar nicht aufspringen können. Oh, das ist schon wieder zugegangen. Nö. Da kommen wir noch nicht rein. Okay. Außer wir müssen eine richtig große Bombe malen. Nee.
Gut, das heißt zurück zum Startpoint. Wieder mal im Spiegel speichern, dass wir einen Cut machen können. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.